herzlich willkommen. Ich bin wieder auf Lost Place Tour und nehme euch gerne mit. Fangen wir mal an. Ich stehe jetzt hier vor dem Stall. Schauen wir mal, was wir noch alles entdecken. Wieder angefangen. Irgendwas zum Bahnen wieder aufgehört. Oh, wunderbar. Da ist zu. Das war jetzt nicht recht viel. Okay. Aha. Ja, das muss unser Stall sein. Das hier gemeint, das war ohne Wohnhaus. Und da können wir wahrscheinlich auch durch. Oh, das war laut. Oh. Ich glaube, das wird noch genutzt. Schauen wir es nur da, weil. Ja, das wird noch genutzt. Der andere Stall neben dran. Da verkrümmeln wir uns wieder. Wo ist das laut? Das waren so Futtertrüge. Da ist unser so Ding zum Anbinden. Ja, jetzt schauen wir mal weiter. Da sind noch mehrere so alte Burgen. Ich stehe jetzt hier vor dem Wohnhaus. Aber ich habe schon geschaut, das ist auch zu. Wir wollen nur einen Eingang sehen, jetzt muss ich nur aufpassen, dass man nicht vermisst. Ja, wer sagt's denn? Aber da kommt man auch nicht weiter. Und da ist die Decken schon runter. Ins Wohnhaus kommt immer wieder nicht mehr. Oh, schau mal hier rein. Oh, schaut schon übel aus. Und warum ist gut warm. Aber ich mag es ja so warm. Da ist ja jemand, der mal neugierig schaut. Ja,
im Wollen, Erin. Wow. Okay. Schubkan ohne Radl. Ja, passe nicht ganz durch. Das ist ja doof. Das ist das Heiserle. Das ist recht ein kleines Heiserle. Vielleicht sieht man bei den Fenstern noch was. Jetzt wäre es echt wie ich. Ich bin nicht so gut wie Gott. Aber bestimmt immer ein schönes Häuserl. Schau ich. Jetzt wieder vor so einer alten Burg. Ich weiß auch nicht, ob die verlassen ist. Keine Ahnung. Aber wir lassen den Eva aufs Dach wachsen. Eigentlich keiner. Oh, das sind noch Hühner. Das Mann ist nicht verlassen. Zumindest da vorne nicht. Schwupps, sind wir drin. Hüft, weg da. Und da ist aber auch nur ein Stall. Mehr nimmer. Und da kommt das Gewölbe schon runter. Und da gehen wir nimmer rein. Alles einfach liegen lassen. Stark gestrucken. Wahnsinn. Und wieder rausschleichen. Schaut aus wie abgefangen, wieder abgerissen. Unbegreiflich, wenn man in der Bude nach außen kann. Oh ja, das gibt's auch. Jetzt gibt's auch die komischen Phänomene. Da, das ist komplett eingewachsen. Da steht ein Auto davor. Naja. Ja. Das war's jetzt für euch. Ich habe jetzt ein alter verlassener Friedhof. Dann schauen wir mal rein. Ich habe halt echt ein Dusel gehabt, ja. Lauter alte Stadel, aber kein Wohnhaus. Naja, so ist es halt. Und jetzt schauen wir mal in den Friedhof. Also das Betreten des Friedhofes zum Besuch der Gräber ist gestattet. Hoppala, jetzt geht gleich alles auf. So viel wollte ich gar nicht. So. Steh bleiben. Da ist alles eingewachsen, komplett. Wahnsinn. Warum kümmert sich da keiner drum?
Hättest du Schuld? Da ist jetzt ein Grabstein, jetzt sagen wir einmal so, dass man nicht gar so lesen kann, was draufsteht. Und das war ein Mädchen, geboren Oktober 25, gestorben Dezember 25. Mein Gott, das arme Ding ist nicht einmal ein halbes Jahr alt geworden. Heftig, ja, die sind jetzt auf der Hinterseite, komisch. Normalerweise stehen ja die Gräber da unten so. Da ist auch so ein Grabstein, wie lange der noch steht. Das ist die zweite Frage. Das ist eine Gattin, ein Mann. Geboren 1879 und gestorben 49. Boah, das ist lang her. Irre. Da ist auch noch ein Grab. Wenn man da hinkommt. Ah, da fahren kann der Döse. Das ist aber eigentlich ein Eckfallen. Gut. Will heute jemand gewesen sein, der ein bisschen höher gestellt ist. Vielleicht hat er deswegen ein extra Grab gekriegt. Also entsteht in dem Fleck da nichts, nur das eine. An Rasen kannten es eigentlich schon an. Das ist doch immer, wenn man so am Friedhof, der Friedhof gehört doch eigentlich der Gemeinde, dann kann es doch zumindest das Großmann, was nicht gar so ungepflegt ist. Das ist schon schade. Mit Sicherheit gibt es da noch irgendwelche Hinterbliebenen, die es wahrscheinlich auch nicht so toll finden, aber da wäre nichts mehr gepflegt. Also da ist keine einzige Blume, nichts dort. Ja, da ist noch so ein verhudeter Pfingstrosenstock. Hm. Ah, ja. Und da draußen steht ein Baum. Da machen wir es dann wieder zu. Ist ja niemand beschwert. Ah, Spinne! Ah. So, wieder zu. Und da draußen steht ein Baum. Ein Wahnsinn. Also der Baum, der dürfte einen Durchmesser ungefähr von 1,20 Meter haben. Dann könnt ihr euch ausrechnen, was das für Umfang ist. Mega. Das ist geil. Aber jetzt darf mich doch auch das Kreuz noch interessieren. Ich glaube, ich gehe da doch noch mal auf. Der Spinnen, da war schon noch keiner mehr da. Da können wir aufmachen. Und Maggie, da brauche ich nicht drüber stehen. Haha. Wow.
hier ruhen. In Gott Kämpfer, der kann ich schlecht lesen, oder steht da Ukraine? Was meinst du, steht da Ukraine? Geh mal näher hin. Bin mir nicht sicher. Schaut mal in die Kommentare. Das wäre interessant. Vielleicht kann ja jemand die Schrift entziffern da oben. Die wäre auch ganz interessant. Und da steht auch noch ein kleines Kerzchen in einer Schale. Aber wer weiß, wie lange schon. Okay, naja, das ist dann klar. In nur mehrere liegen, dass das sonst keine Grabsteine sind. Ja. Gehen wir mal wieder raus. Machen wir wieder brav zu. Na, geh halt zu. Hoch. Gesetzt. Wir haben ein bisschen ausruhen, bevor ich fahre. Es war halt leider nicht mehr als wir ein natter Stadel und ein Friedhof. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir einen Kommentar über das Kreuz oder ein Abo da lässt und einen Daumen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. So bedanke ich mich fürs Zusehen. Und jetzt zeige ich euch mal, wo ich gerade hingucke. Genieße nämlich die Aussicht.